Mit schnell digital in die hybride Zukunft. Der Illy Edu Coffee Talk. Bevor wir starten, in der Diskussion wollen wir erstmal Fakten kennen und wir haben das Semester schon mal begleitet in einer Studie unter der Führung von Svenja Bedelier. Und Svenja, magst du uns die ersten Ergebnisse präsentieren? So, jetzt sollte es funktionieren, genau. Unter dem Titel, ganz passend, jetzt geht es ans Feintuning, haben wir seitens des ILI eine erste Lehrendenbefragung durchgeführt zu digitaler Lehre, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des aktuellen Semesters. Und ich würde gern im Folgenden einige der ersten Ergebnisse präsentieren, weitere Folgen noch. Und was ganz wichtig ist zu beachten, ist, dass wir uns ja wirklich gerade in einer Situation befinden, die sich ganz stark trifft oder wo Prinzipien aufeinandertreffen. Einmal eigentlich der Gedanke, dass digitale Lehre langfristig geplant ist, schrittweise, peu à peu eigentlich eingeführt, integriert werden kann, sollte. Und auf einmal diese Situation, dass es über Nacht quasi geschehen müsste, also im Sinne dieses Emergency Remote Teaching. Und wir haben mit der Lehrendenbefragung oder setzen wir an, verschiedene Fragen zu beantworten. Also welche Erfahrungen machen FAU-Lehrende mit digitaler Lehre? Welche digitalen Elemente nutzen sie? Was soll beibehalten werden? Wo gibt es also Bedarf, Wünsche der Änderung? Und wir haben befragt diejenigen Lehrenden, die im Kontext von Quiz-Digitalisierung oder von schnell digital Kontakt zum ILI hatten und haben jetzt eine Stichprobe von 88 Personen, die wir hier vorstellen können. Wir können sehen, dass die Beteiligung oder unter dieser Stichprobe relativ ausgewogen ist, was die verschiedenen Statusgruppen angeht, also wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren, akademische Räte und Rätinnen sind ungefähr gleich verteilt, was sehr schön ist. Ebenso die Fakultätsverteilung entspricht ungefähr der Größe mit der Philfak mit einem etwas höheren Anteil der Personen, die teilgenommen haben. Und was ganz interessant ist, dass vielleicht auch nicht verwunderlich, muss man auch dazu sagen, aber interessant und schön, dass jetzt gerade die oder ein Großteil der Personen, über die Hälfte der Personen, die jetzt Kontakt zum ILI hatten, das im Kontext von schnell digital erfahren haben. Also jetzt wirklich ganz aktuell im Kontext dieses Semesters. Fürs Digitalisierung sind auch einige Personen dabei, aber tatsächlich ein größerer Teil aus schnell digital. Ganz interessant sind auch die Angaben zur Lehrerfahrung, die die Lehrenden mit uns geteilt haben. Das ist insofern interessant, weil ein großer Teil der Personen, die geantwortet haben, einen relativ hohe Lehrerfahrung haben, also hier mit 24 Personen mit über 20 Jahren Lehrerfahrung. Das Ganze dreht sich interessanterweise um, wenn es an die digitale Lehrerfahrung geht. Das liegt natürlich einerseits in der Natur der Sache. Digitale Lehre ist einfach noch nicht so lange möglich oder wird noch nicht so lange praktiziert wie Lehre insgesamt. Aber es ist auch hier sehr interessant, dass ungefähr die Hälfte der Personen, die uns geantwortet haben, wirklich Neueinsteiger sind. Also mit 0 Jahren Lehrerfahrung auch noch ein relativ großer Teil, die 1 bis 3 Jahre Lehrerfahrung haben. Also das sind eigentlich ganz interessante Ergebnisse, die wir hier jetzt als ersten Eindruck haben. Die Veranstaltungsformen, die digitalisiert werden und von den Befragten angegeben worden sind, sind jetzt nicht so überraschend. Diejenigen, die dem klassischen universitären Spektrum entsprechen, also vornehmlich die Vorlesung, dann das Seminar, die Übung, sonstige Veranstaltungen und auch Praktika. Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Labore tatsächlich noch nicht insofern digital umgesetzt worden sind. Wir hatten die Möglichkeit gegeben, einmal anzugeben, welche digitalen Elemente in einer Lehrveranstaltung genutzt worden sind, die durch das ILI im Support ist und in Konzeption und Umsetzung unterstützt worden ist. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wirklich das ganze Spektrum an möglichen digitalen Elementen hier ausgeschöpft wird. Natürlich einige mehr als andere, aber es ist auch sehr schön zu sehen, dass viele Lehrende auf Elemente setzen, die auch relativ aufwendig sind in der Gestaltung, also beispielsweise Wikis oder auch Lernmodule, also tatsächlich neben der klassischen neben den klassischen Verwendungsmöglichkeiten von Literatur oder Lehrveranstaltungsskripten, also hier auch wirklich Elemente, die einiges auch an Gestaltung voraussetzen. Wenn der Support angeschaut wird, der genutzt worden ist von unseren befragten Lehrenden, dann verteilt sich das relativ deutlich auf einige zentrale Punkte. Und zwar ist es einmal die Möglichkeit, finanzielle Mittel in Anspruch zu nehmen, sowohl für Hilfskräfte als auch für technisches Equipment und dann aber auch ganz stark Beratungsangebote wahrzunehmen. Also einmal bei der Konzeption digitaler Lehrveranstaltung, aber auch dann bei der Umsetzung. Das sind ja auch immer noch zwei Paar Schuhe.
Und natürlich gibt es auch weitere Angebote der FAU, die genutzt worden sind von den Lehrenden, also viel auch Weiterbildung, Beratung, Unterstützung auch bei E-Prüfungen, die ja gerade auch aktuell laufen, also auch ein bunter Strauß, der hier vertreten ist. Vielleicht einen ganz kurzen ersten Einblick auch in die offenen Fragen, die wir gestellt haben. Das sind bezogen auf diejenigen Lernerfahrungen, die Lehrende aktuell oder auch vorher schon mit digitaler Lehre gemacht haben. Und das ist einmal bei einer Gruppe, was man vielleicht als Aha-Effekt nennen könnte, und zwar mit dem Zitat, es hat besser funktioniert als zunächst gedacht. Also tatsächlich im Sinne einer positiven Überraschung, Mensch, es funktioniert. Gleichzeitig aber auch mit der Bemerkung, das ist auch ein direktes Zitat, der zeitliche Aufwand ist enorm. Also digitale Lehre ist eigentlich nicht etwas, was man schnell zwischendurch macht, sondern bedarf Planung, bedarf auch der Investition von Zeit, bevor die eigentliche Lernsituation losgeht. Lehrende haben auch angegeben, dass sie auf einer ganz praktischen Ebene gelernt haben oder was heißt gelernt und stärker in die Bedienung und in die Nutzung von digitalen Elementen eingestiegen sind. Also ein großes Beispiel wäre Zoom, es war eine kollektive Lernerfahrung, aber auch StudOn vielleicht noch stärker zu nutzen, nicht nur als Dateiablage, sondern tatsächlich auch im Sinne eines Lernmanagementsystems. Und dann noch eine Erkenntnis, ohne Kontakt zu den Studenten geht es nicht. Das ist eigentlich fast selbsterklärend, aber es ist tatsächlich nochmal so, dass man da noch vielleicht im Online-Kontext nochmal anders drüber nachdenkt. Also auch wirklich im Hinterkopf zu haben, dass dieser Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ganz, ganz wichtig ist, auch im digitalen Lernen oder vielleicht gerade im digitalen Lernen. Wir haben auch nachgefragt, neben vielen anderen Fragen noch, was Lehrende gerne verändern wollen. Und ein ganz großes Thema, was aufgetaucht ist und was auch sicherlich hinsichtlich des Wintersemesters sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass viele Lehrende gesagt haben, dass sie gerne mehr Interaktivität wollen. Also mehr interaktive Elemente ist tatsächlich eine Aussage, die an verschiedenen Stellen aufgetaucht ist. Also mehr Interaktionen, wieder der Kontakt zu Studierenden. Das ist in gewisser Weise, vielleicht kommen wir da später auch drauf, ja eine Weiterentwicklung von diesem Semester. Gleichzeitig steht für Lehrende auch noch im Fokus, quasi an den eigenen technischen Umsetzungsfähigkeiten zu arbeiten, also vielleicht aus einem einfacheren Video ein etwas komplexeres zu machen oder mit weiteren Raffinessen ausgestattet. Und was eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis war und auch ganz schön, dass auch eine kleinere Gruppe von Lehrenden gesagt hat, dass sie eigentlich erstmal nichts verändern wollen. Also, dass sie mit der Gestaltung und Durchführung ihrer Veranstaltung so für den Moment ganz zufrieden sind und das ist eigentlich an der Stelle auch ein ganz schönes Fazit. Und wir würden jetzt in der Studie auch weiterverfahren, dass wir noch Interviews führen. Da würden wir auch in den kommenden Tagen unsere Interviewpartner gerne anschreiben und werden auch später nochmal die verschiedenen Lehrendengruppen miteinander in Vergleich setzen. Also diejenigen, die jetzt in schnell digital angefangen haben, digitale Lehre zu machen oder auch diejenigen, die schon mit Quiz-Digitalisierung Erfahrung gemacht haben. Und wir halten Sie da gerne auf dem Laufenden. Und das wäre es jetzt als erste Input von meiner Seite. Vielen Dank schon mal. Ja, herzlichen Dank, Svenja, für diesen ersten Ergebnis aus der Studie. Ich glaube, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht sagen, haben wir ausreichende Interviewpartner oder sollten wir noch werben um Interviewpartner? Wir haben jetzt eine kleine, feine Gruppe, die sich auch gerne noch vergrößern darf, aber wir könnten auch mit den Interviewpartnern, die sich jetzt schon netterweise zur Verfügung gestellt haben, schon gut starten. Wenn jetzt noch jemand Lust bekommen hat, seine Erfahrungen zu teilen, kann er das natürlich immer gerne noch bei uns anmelden. Wir freuen uns drüber. Okay, wunderbar. Schon mal vielen Dank für diesen Input, für unsere Diskussion. Ich darf auch jetzt wirklich ganz explizit Iris Wunder nochmal begrüßen. Iris, wir hatten dich schon kurz vorgestellt, aber jetzt können wir dich auch sehen. Schön, dass du hier zu uns kommen konntest. Organisatorisches ist vielleicht noch zu sagen, dass wir nach der ersten Diskussionsrunde, es geht jetzt erstmal um ein bisschen das jetzige Semester Review zu passieren und zu überlegen, wo wir gerade stehen. Und danach haben wir dann die Gelegenheit, Fragen aus dem Chat einfach aufzunehmen und sie auch mit zu diskutieren. Genau. In diesem Sinne würde ich gleich meine erste Frage loswerden. Herr Professor Monecke, Sie haben einfach dieses Semester mitgemeistert als Lehrende und auch als Studiendekan. Was waren die Herausforderungen am Anfang und wie glauben Sie oder wie haben Sie wahrgenommen, wie sie gestimmt werden können? Ja, also wir haben eigentlich zwei große Herausforderungen gehabt. Das eine war sicherlich die Kürze der Zeit. Und das trifft, glaube ich, auch auf alle zu. Das heißt, wir mussten in sehr kurzer Zeit entscheiden, welche Form der digitalen Lehre ist jetzt
am besten geeignet für welche Art von Veranstaltungen? Und wir sind ja alle, also ich auch, eigentlich keine Experten in der digitalen Lehre gewesen, jedenfalls die meisten von uns. Das heißt, wir sind also sehr schnell, oder wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden, mussten dann sehr schnell schwimmen lernen. Die zweite Herausforderung, und die betrifft vielleicht nicht alle, aber bestimmt so die NATFAG, TechFAG und auch noch einige andere. Wir sind sehr analytisch ausgelegt in unserem Studium. Das heißt, sehr viele unserer Kurse finden im Labor statt, am Mikroskop, im Gelände. Und das hat uns tatsächlich vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben viele digitalisiert von diesen Kursen. Einige haben wir schlichtweg verschieben müssen. Einige haben wir jetzt in den Semesterferien als Blockkurse, als Präsenzkurse in kleinen Gruppen dann durchgeführt. Das hat aber summa summarum eigentlich ganz gut funktioniert. Sicherlich bei einigen Kursen auch mit Abstrichen. Was mich beeindruckt hat, ist tatsächlich die Bereitschaft aller Kollegen damit zu machen. Also es ist wirklich auch Kollegen, die kurz vor der Pensionierung stehen, haben gut mitgemacht. Wir haben einen sehr guten Draht zu unseren Studierenden gehabt, zur Fachschaft. Wir haben da so einen Kommunikationskanal aufgebaut. Das hat sehr gut funktioniert und wir haben auch am Anfang des Semesters, also alle Dozierenden, so einen Erfahrungsaustausch gehabt, wo wir uns gegenseitig beraten haben, wie kann man was ganz schnell hinbekommen. Ein Kollege von mir hat ein kleines Video gedreht, wie man einen Film auf Studorn hochlädt. Da waren wir alles keine Experten. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Das ging eigentlich sehr, sehr gut. Also in der Kürze der Zeit bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Was besonders gut gelungen ist, war auch ein Punkt, das muss ich sagen, das weiß ich nicht, das müssen Sie die Studierenden fragen. Ne, machen wir gleich, das, ja. Wie das so geklappt hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Kollege einen Mikroskopierkurs hat und den hat er tatsächlich auch virtuell durchführen können. Der hat ein Programm gehabt, ich glaube, das MicroPad oder so ähnlich hieß das. Er hat seine Präparate hochauflösend eingescannt, dass ein einziges Präparat ungefähr ein halbes Gigabyte an Daten hat, sodass die Studierenden zu Hause am ihren Rechner dann mikroskopieren konnten. Und ich habe einen Teil der Studierenden auch gefragt. Das hat offensichtlich gut geklappt. Also das sind so die Erfahrungen. Vielen Dank schon mal. Wir fragen dann gleich die Studierende. Jennifer, wie haben die Studierende das Semester so erlebt? Oder was war so am Anfang für ein Gefühl da und wie hat sich das Semester so entwickelt? Okay, ja, also gleich zu Beginn war es natürlich so, dass niemand wusste, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll. Und ja, man hat auch gemerkt, dass die Dozierenden Corona kalt erwischt hat. Also niemand wusste so richtig, wie es weitergehen soll. Und das hat man tatsächlich auch gemerkt in der Lehre. Also ja, viele Lehrangebote waren tatsächlich gut ausgearbeitet. Die waren super gut strukturiert und geplant. Man wusste genau, welchen zeitlichen Ablauf der Kurs hat. Also man konnte sich da gut drauf einlassen. Bei anderen war es weniger gut. Da wurde einfach nur Zoom benutzt und eben, ja, Studern als Skriptablage. Und ja, also man hat wirklich nur das Nötigste quasi verändert, was man verändern kann. Das war dann allerdings, ja, sehr zäh. Also die Veranstaltungen haben sich gezogen, die Zoom-Meetings haben sich gezogen. Genau, also ich finde, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, dass man sowas einfach viel besser plant, dass man die Abläufe transparenter macht für uns Studenten. Und ja, das hilft uns auch, am Ball zu bleiben. Was ich jetzt auch noch ganz oft gehört habe von Studierenden in meinem Umfeld war, dass durch die Digitalisierung der Arbeitsaufwand sehr viel größer geworden ist als in den Präsenzveranstaltungen. Also jeder schien ein bisschen sehr überfordert gewesen zu sein mit den ganzen Abgaben oder ja, Hausaufgaben, Ausarbeitungen und genau. Also das ist mir jetzt sehr oft aufgefallen, auch in meinem persönlichen Empfinden. Ja, vielen Dank schon mal für diese Einschätzung. Genau. Steffi, du warst hast die Studienverantwortung gleichzeitig, was bei den ILI-Agentinnen, die ihr beraten haben. Was waren so die Herausforderungen? Was ist besonders gut gelungen? Also ich glaube, die große Herausforderung war natürlich diese Universität von dieser Präsenzlehre mit einem Hops umzustellen auf eine digitale Fernuni
und dabei die Herausforderung oder zu meistern, dass man sozusagen alle handlungsfähig bekommt und dass sie alle Angebote entwickeln, die didaktisch auch sinnvoll sind, also mediendidaktisch auch sinnvoll sind. Und wie es die Jennifer so schön auch jetzt schon erklärt hat, die also weiter darüber hinausgehen, dass man da nur Zoom-Meetings, sondern dass man einfach das, was die Plattform bietet, die ist ja breit aufgespannt in unser Stud.on, dass das allumfassend auch genutzt wird. Der große Vorteil war natürlich auch, und das sieht man auch wunderbar an den Umfrageergebnissen, ist, dass natürlich die FAU schon auch ein Stück weit sehr gut darauf vorbereitet war. Durch Quiz-Digitalisierung, durch Stud.on-Support waren hier viele Dozenten schon da, die schon durchaus fit sind und die viele ihre Projekte ja schon oder Veranstaltungen digitalisiert hatten. Ich glaube, eine große Herausforderung war auch noch für die Dozenten natürlich zu gucken, wie die einzelnen Formate, wie lassen sich die umsetzen. Also Herr Munecke hat es ja schon erwähnt, dass vor allem natürlich Formate, Seminarformate, Praktika, also viel mit Praxisanteil natürlich schwieriger umzusetzen waren. Aber auch diese Herausforderung kann man, und das glaube ich, sieht man ganz gut, so jetzt an den Erfahrungsberichten der Dozenten auch meistern, wenn man sich mit dem System vertraut macht. Und wir haben halt natürlich dadurch, dass wir diese Schnell-Digital-Initiative ins Leben rufen konnten, natürlich durch die Unterstützung der UL, die Möglichkeit, die Dozenten da an die Hand zu nehmen und möglichst schnell auch handlungsfähig zu machen. Also wir haben Konzepte verdeutlichen können auf einer Website, wo alles Mögliche, also wie man quasi möglichst schnell und einfach auch Videos und Lernfilme produzieren kann mit möglichst einfachen Mitteln, haben wir die Leute damit fit bekommen. Wir haben es war auch, was ich ganz toll zu sehen, was ganz toll zu sehen war, ist, dass einfach eine Community auch entstanden ist. Die Lernenden haben sich ausgetauscht, die haben sich natürlich auch über Zoom ausgetauscht und da ihre ganzen Bedenken auch geäußert, aber es wurden auch unglaublich viele Tipps und Tricks so für diese digitale Lehre geteilt untereinander. Also das fand ich war auch einfach eine schöne Sache, dass man den Dozierenden die Möglichkeit gegeben hat, dass sie sich auch austauschen und zwar intern, die sich eine FAU-Community gebildet hat. Dann kommt man natürlich von Stud.on-Seite, war viel Support da, die ganzen Online-Sprechstunden, mediendidaktische Sprechstunden, die angeboten wurden, aber auch unsere Videosprechstunden, dass man auch, man darf mir nicht vergessen, die Camtasia-Lizenz, die ja dann auch noch ins Leben gerufen wurde, dass man auch noch Videos machen kann, die mit Interaktionen versehen sind, wo quasi diese Aktivierung der Studierenden mit dem Lehrmaterial und die Auseinandersetzung mit dem Lehrmaterial auch nochmal wirklich forciert werden kann. Und wir sehen es auch in den Stud.on-Zahlen, es ist unglaublich viel passiert, auch viel Aktivitäten. Ich finde es auch schön zu sehen, dass einfach auch zum Beispiel das Forum so eine große Nachfrage, also oft angelegt wurde, so muss ich sagen, dass Tests angelegt wurden, Lehrmodule, also dass so die ganze Bandbreite an Aktivitäten auch genutzt wird. Und das, glaube ich, war so das, was wir den Dozenten auch mitgeben wollten, Handwerkszeugs, die ganzen öffentlichen Schulungsangebote, wo Dozierende einfach mal selber reinschnuppern konnten und sich schnell selber mal informieren konnten. Und ein Faktor, der natürlich auch noch ganz wichtig war, dass wir bemüht waren, auch die Studierenden, das war auch noch eine große Herausforderung, sind nicht nur die Lehrenden, die fit gemacht werden müssen, sondern wie schaut es aus mit den Studierenden? Und da hat das Learning Lab natürlich mit unterstützt und dieser Plausch in Zoom dazu angeregt, dass einfach die Studierenden nicht so auch verloren sind in dieser Zeit. Es ist ja so, dieses ganze Soziale ist weggefallen und das galt so, glaube ich, als große Herausforderung, wie auch die Umfrage auch schon zeigt, dass man das meistert. Wie kriegen wir jetzt eigentlich noch die Connection, nicht nur die virtuelle zusammen, sondern wie schaffen wir das, dass wir auch zusammenarbeiten können? Super, wunderbar, die Einschätzung. Frage an Iris, die Sicht der Fakultät. Die Philosophische Fakultät hatte einfach eine wahnsinnige Vielfalt an Lehrveranstaltungen und Fächern. Wie war so deine Einschätzung von diesem Semester? Was ist gelungen? Alles. Nein, ich bin hier ein stolzer Vertreter oder eine stolze Vertreterin der Philosophischen Fakultät, wo wir eben aufgrund der Vielzahl der Fächer, aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen in unterschiedlicher Größe mit unterschiedlichem Fokus, wo viele Kollegen zwar schon sehr lange dabei sind, aber auch viele andere wirklich von 0 auf 100 gestartet sind und in einer Qualität, also ich bin stolz, was da
aus dem Boden gestampft wurde, natürlich durch die Unterstützung zentral von Schnell Digital und dann eben dezentral auch von mir und meinen Kollegen in den anderen Fakultäten. Ich denke, das ist so, was sehr gut geklappt hat, also diese Verbindung und diese Strukturen, dass wir eben auf Fakultätsebene nochmal für unsere Lehrenden der einzelnen Fakultäten Ansprechpartner sind. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den studentischen Hilfskräften bedanken, weil ohne deren Unterstützung wäre das Ganze nämlich auch nicht so einfach gewesen beziehungsweise möglich geworden und natürlich die ganze Serviceeinheiten, die dahinter stehen und an der Philosophischen Fakultät hat es wirklich gut geklappt und gerade auch die Kollegen, die eben von ganz null angefangen haben, sind jetzt schon digital fit. Und ja, von daher bin ich ganz stolz, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir das Ganze natürlich, jetzt haben wir ein Fundament von guter Qualität und können jetzt natürlich nochmal richtig steigern. Und ja, also da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, Iris. Svenja, du bist im März an der FAU angekommen und plötzlich alles digital. Wie hast du das erlebt? Ja, genau, also der einzige Seminarraum, den ich bisher in der FAU gesehen habe, ist jeweils mein Zoom-Raum gewesen. Also ich hoffe, dass sich das auch trotz allem demnächst ändert. Ich fand es aber ganz interessant, tatsächlich das auch ja noch mit so einer Außenperspektive zu sehen, wie so eine ganze Universität, so eine riesige Institution das schafft, halt doch gemeinsam auch innerhalb von so kurzer Zeit so viel zu schaffen. Also das denke ich, das ist schon ein Punkt, wo man sagen kann, das Semester ist am Ende, es hat alles geklappt. Also das alleine ist schon was, wo man sagen kann, das ist ein super Erfolg. Und auch vielleicht nochmal im Rückbezug auf unsere Umfrage. Es ist ja so, dass das waren jetzt auch in Anführungsstrichen nur 39 Personen, die jetzt 0 Jahre Lehrerfahrung haben. Aber das ist ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das sind ja wahrscheinlich auch noch mehr Lehrende an der FAU. Und dass das quasi ja eine Personengruppe ist, die in diese Situation ganz stark reingeworfen wurde, ohne die Möglichkeit zu haben, diesen Vorlauf nutzen können, den andere Lehrende hatten, die sich vielleicht schon in einem längeren Zeitraum mit digitaler Lehre beschäftigt haben. Und ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung auf der individuellen Ebene gewesen ist, also wirklich von 0 auf 100 zu gehen und nicht peu à peu, langsam aber sicher, sich mal Gedanken zu machen, zurückzugehen, neu zu starten, sondern das wirklich auch mit der Verpflichtung, das muss jetzt gemacht werden, weil anders geht's nicht, da tatsächlich eine ganze Veranstaltung durch umzusetzen. Und ich finde, was aber auch ganz interessant ist, wenn man auch die Beratungszahlen sieht, die das ILI jetzt zu Anfang des Semesters hatte und ja auch durch das Semester hindurch, dass sich eigentlich gezeigt hat, dass diese Corona-Situation eigentlich nochmal eine Potenzierung dessen war, was in Anführungsstrichen normale digitale Lehre schon ist. Das ist ja tatsächlich was, wo auch Support nachgefragt wird. Also das ist nichts, wo man Lehrende jetzt einfach vorstellen kann und sagen, jetzt machen Sie mal, das gehört jetzt mit dazu. Sondern es ist an der Stelle ganz wichtig, dass es Support-Einrichtungen gibt, die auch mit technischem Know-how zur Seite stehen, die vielleicht irgendwie beraten können, okay, wie mache ich das, was klappt gut, was klappt nicht gut. Also tatsächlich diese Unterstützungsfunktion ist ja nochmal ganz, ganz deutlich zutage getreten, dass digitale Lehre halt nicht was ist, was man eigentlich nur Dozenten vorstellen kann und sie damit alleine stehen lassen kann, sondern was tatsächlich auch immer mitgetragen werden muss. Und ich denke, da war jetzt dieses Semester eigentlich eine sehr gute Illustration, wie sowas dann passieren kann. Und gleichzeitig war es auch die Herausforderung, dass einfach wirklich viel Bedarf ist, der auch gestillt werden muss. Wunderbar, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit heute. Deswegen wir haben jetzt lauter gute Dinge gehört, dass wir geschafft haben. Deswegen eine Bitte an die Runde, die jetzt hier mit diskutiert. Auch jeweils mal eine Sache, was wir verbessern sollten in das nächste Semester. Was nehmen wir mit? Herr Monika, wollen Sie anfangen? Ja, sehr gerne. Ich habe mehr wie eine Sache, wenn es okay ist. Also für mich selber muss ich mitnehmen, dass ich habe Videoclips gemacht, online gestellt. Die habe ich aber nicht interaktiv gemacht. Also ich habe mit den Studenten über Zoom und E-Mail kommuniziert, aber bei den Videos ist bei mir selbst, glaube ich, noch Luft nach oben. Da sind aber, habe ich schon gehört, auch Lehrgänge jetzt in den Semesterferien vom ILI angedacht. Also da denke ich, werde ich dann dran teilnehmen. Ein paar Verbesserungsvorschläge, die nur teilweise das ILI betreffen, ist eine Sache. Was nicht geklärt ist bis jetzt, ist, wie sich die digitale Lehre mittelfristig auf das Deputat auswirkt. Und das ist eine Sache, die finde ich schade, dass sie noch nicht geklärt ist. Denn das, ja, würde ein bisschen Sicherheit schaffen. Also ich meine jetzt nicht kurzfristig, sondern mittelfristig eigentlich. Wie sieht es aus?
Rentiert sich das auch, da sehr viel Arbeit reinzustecken, wenn ich das mal ganz salopp sagen darf? Dann eine Sache, da weiß ich aber nicht, wie man die verbessern kann. Ich bin von mehreren Kollegen angesprochen worden, dass die mit dieser Generation unsichtbar ein bisschen Probleme hatten. Also der Tatsache, dass viele Studierende die Kameras ausschalten. Und also ich habe das bei mir eigentlich in meinen Veranstaltungen immer, ich habe immer darum gebeten, die Kameras anzuschalten. Und das haben auch die allermeisten, oft sogar alle gemacht. Aber bei einigen Veranstaltungen offensichtlich nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist auch, ich kann auch die Kollegen verstehen, weil vor so einem Monitor zu sprechen, wo lauter durchgestrichene Kamerasymbole sind, ist immer ein bisschen schwierig. Was haben wir noch? Ah ja, was ich mir von der Universität wünschen würde, wenn wir ein hybrides Semester haben, dann wissen wir ja wirklich noch nicht, wie es im Detail ablaufen wird. Wir wissen ja nicht mal, ob der Sicherheitsabstand dann im November noch bei 1,50 Meter ist oder wir vielleicht sogar mehr Studierende in die Hörsäle bekommen oder auch nicht. Das heißt, wir müssen sehr, sehr kurzfristig reagieren. Und diese Stundenpläne, das ist ein gewaltiger Aufwand. Da kommen ganz schnell Dominoeffekte. Wir haben Nebenfächler in unseren Veranstaltungen. Wir haben Veranstaltungen, die wir nicht verschieben dürfen. Andere, die wir online stellen. Und da wäre es schön, wenn wir ein Programm zur Verfügung hätten, dass das macht. Im Moment wird das bei uns quasi händisch gemacht. Der Stundenplan steht seit Jahren, funktioniert wunderbar. Aber wir müssen ihn umschmeißen wahrscheinlich und eventuell sogar sehr kurzfristig und mehrfach umschmeißen. Und da wäre es schön, technischen Support zu haben. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist. Und zwar also ein Programm und natürlich auch ein bisschen den Support. Fortbildungsmaßnahmen habe ich schon angesprochen, glaube ich, sind sicherlich auch angedacht, vor allen Dingen in den Semesterferien. Ich selber muss gestehen, dass ich die Fortbildungsmaßnahmen im Semester einfach nicht wahrgenommen habe, und zwar schlicht und ergreifend aus Zeitgründen. Also ich war froh, nicht unterzugehen und habe mir auch Mühe gegeben natürlich bei meiner Veranstaltung, aber für Fortbildungsmaßnahmen waren keine Zeit. Jetzt in den Semesterferien, denke ich, ist Zeit. Ein Unterstützungstopf wäre auch schön seitens der Uni, wo wir Hiwis einstellen, die uns beim Videos schneiden helfen beispielsweise oder auch Breakout-Groups bei den Zoom-Meetings betreuen. Weil wir haben natürlich die Studienmittel, aber die sind zu einer Zeit geplant und vergeben worden, wo von Corona noch nicht die Rede war. Da sind vielleicht ein bisschen kurzfristigere Mittel wünschenswert. Zwei Punkte noch. Eins wäre auch schön, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekämen, so Werbevideos zu machen, sowas wie einen virtuellen Rundgang durchs Institut zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass wir da ein bisschen Hilfe bekommen, gerade wenn es, je nachdem, wie digital das Ganze ist. Und der letzte Punkt, es wäre, die Quizmittel laufen ja aus und wir zum Beispiel, unser Studienservice Center werden über die Quizmittel bezahlt und ab Dezember nicht mehr. Und das ist für uns ausgesprochen wichtig. Ich finde es persönlich sehr unglücklich, dass die auslaufen. So, das waren jetzt viele Punkte. Genau. Eine große Wunschliste und ich kann eigentlich persönlich allen zustimmen. Genau. Iris, ihr seid schon natürlich auf Fakultätsebene in der Planung. Was ist so die Herausforderung des hybriden Semesters? Ja, also ich kann da den Punkt unterstützen, WLAN. Also wenn man eben das kombinieren will, dass die Studierenden Veranstaltungen an der Uni besuchen, natürlich das Raumproblem, das haben wir, ist auch ganz klar. Und von Studierendenseite wird halt auch aufgeworfen, dass es schwierig sein kann, von einer hybriden dann Präsenzveranstaltung dann wieder heimzufahren oder nicht. Also viele sind auch tatsächlich nicht nach Erlangen gezogen und sitzen daheim. Also das wird eine Schwierigkeit. Woran wir arbeiten, ist ein E-Scouts-Programm. Also das und vor allem unsere Erstsemester, weil da ist jetzt der Fokus drauf, dass die gut an der Uni ankommen, weil die haben ja dieses Jahr einen erschwerten Start. Und da gibt es ein Unterstützungsprogramm von der Fakultät. Und wir arbeiten daran, auch diese E-Scouts dann auszubilden, die vor allem die Erstsemester betreuen und ihnen nicht nur zeigen, wie man einen Stundenplan erstellt, sondern eben auch versuchen, diese soziale Komponente, die online eben kürzer kommt, mit hineinzubekommen. Also das ist unser Fokus jetzt, die Erstsemester und dann, wie gesagt, eben die bestehenden Strukturen weiterzuführen, die erfolgreichen Beratungen, dass die Kollegen und Kolleginnen auch im Wintersemester gut gerüstet sind, um ihre Lehre zu digitalisieren. Vielen Dank. Vielleicht gleich im Anschluss an Steffi die Frage. Steffi, so hybrid, was ist aus deiner Perspektive als Pädagogin so die große Herausforderung, die wir hier haben?
Also die allergrößte Herausforderung wird sein, wir haben jetzt natürlich, haben die Dozenten diesen Weg der digitalen Wissensmittlung geschafft, aber worauf wir ganz stark achten müssen, ist diese jetzt diese Verzahnung der Lernaktivitäten, für viel Transparenz sorgen, damit eben genau sowas, dass einfach dieser Wechsel zwischen Hybrid, da muss ich wieder virtuell online sein, da muss ich präsent sein, in einer Uni, wo die Netzwerke nicht ausreichen, dass man da wirklich gute Transparenz schafft, gute Verknüpfungen, den Studenten auch die Möglichkeit geben, sich einfach entsprechend kollaborativ auch auszutauschen. Gutes Betreuungskonzept muss da auch her. Und was ich auch, also diese Herausforderung zwischen diesen zwei Welten, das wird das sein, was der Kasus Knactus ist für das nächste Semester. Auch für, natürlich für die Lehrenden, weil die müssen sich auf andere Zielgruppen einstellen. Wie die Iris jetzt schon gesagt hat, wir haben Studierende, die nicht mal mehr an der FAU anwesend sind. Dann habe ich Studierende, die aber da sind und da muss ich als Lehrender unterschiedlich darauf eingehen können. Das ist eine Herausforderung und was ich mir so als Herausforderung oder was ich mir auch wünsche, ist, dass wir uns auch mehr öffnen, also mehr in Richtung Open Educational Resources, also dass man sich zusammentut und auch solche Bildungswege auch öffnet. Das, glaube ich, würde der Universität auch gut tun, erstens die Außenwirkung natürlich, aber auch, um sich gegenseitig zu unterstützen in dieser Phase, also dass dieses hybride sozusagen ist einfach nicht die Lösung jetzt, sondern wir müssen uns gut überlegen, wie wir dieses präsente Online-Lernen miteinander verzahnen und dass man auch daran denkt, dass wir immer noch so, was mir immer noch so hängen geblieben ist, aus den Beratungsgesprächen auch, dass man zum Beispiel Stud.on nicht nur als Dateiablage nutzt, sondern dass man einfach überlegt, wie man durch entsprechende Aktivitäten schafft, dieses Motivieren und Betreuen der Studierenden anzuregen, unter einen Hut zu bringen. Das sind, glaube ich, so die zentralen Herausforderungen. Also vor allem Fokus Studierende fürs nächste Semester. Svenja, wie blickst du auf das kommende Semester so aus deiner Perspektive? Vielleicht den Wunsch nach endlich ein Seminarraum sehen? Ja doch, also das auf alle Fälle, das wäre schon schön. Und ich denke, das passt eigentlich auch ganz gut zu diesem Gedanken der Interaktion, der sowohl ja bei den, also von den Lehrenden genannt worden ist, aber der auch durchaus ein Thema ist in der Studierendenbefragung, die aktuell ja auch an der FAU durchgeführt wird, also das sogenannte E-Monitoring-Studie, die sich auch auf sozioemotionale Aspekte der Studierenden verfasst hat in diesem Semester bezieht. Und es wäre sicherlich ganz interessant, da nochmal zu schauen, dass quasi bei beiden Seiten oder wie da mit diesem Gedanken der Interaktion, der sozialen Interaktion umgegangen wird. Also ich denke auch, oder das ist jetzt so eine Mischung aus vorweggenommenen Studienergebnissen und eigener Erfahrung als Lehrende, dass einfach der Gedanke der Inhaltsvermittlung jetzt in diesem Semester vielleicht stärker am Fokus stand, aber dass es jetzt halt darum geht, genau das, was auch Iris gesagt hat, was Steffi gesagt hat, also diese Komponente der sozialen Interaktion, des Austausches, wobei auch immer da ganz klar ist, dass eine Präsenzveranstaltung tatsächlich noch eine andere Interaktion ermöglicht, wenn man sich einfach nicht getrennt durch Bildschirme sieht, wenn man irgendwie sich in 3D begegnet und doch vielleicht auch noch informeller ins Gespräch kommt. Das hat einfach eine andere Möglichkeit der Interaktion und das natürlich schön wäre, das Beste aus beiden Welten verbinden zu können. Das ist ja tatsächlich auch die Frage, ob das denn so möglich sein wird. Aber ich denke, dieser Aspekt der Interaktion ist etwas, was ganz wichtig sein wird. Also das auch gerade für Erstsemester nochmal als besonders interaktionsbedürftige Gruppe, wenn man das so formulieren möchte, aber auch insgesamt für ein gutes Lernen, für gute Lehre ist das ja auch ein wichtiger Aspekt, dass es halt nicht nur um die Inhalte geht, sondern auch um das die soziale Komponente, die ganz stark damit verbunden ist. Und ich denke, da werden jetzt auch in den Befragungen und noch also sicherlich interessante Sachen rausbekommen, die uns vielleicht da auch auf dem Weg auch noch helfen hinsichtlich der Frage, wie man sowas umsetzt. Ja, also das Thema Lernbegleitung, Lernorganisation, also das ist da, wird entscheidend sein im nächsten Semester. Genau. Jenny, auch an dich. Wie blickst du auf das kommende Semester? Was ist Hybrid für dich und was ist die Herausforderung? Also ich kann das, was Steffi gesagt hat, eigentlich auch aus studentischer Perspektive nur bestätigen. Ich finde es auch super wichtig, dass die Veranstaltungen einfach gut organisiert sind, gut getaktet und dass der zeitliche Ablauf einfach jederzeit klar ist, gerade wenn man eben auch diese Blended Learning Phasen hat, dass eben klar ist, okay, was passiert jetzt, was habe ich jetzt
in der Präsenzphase, was habe ich in der Online-Phase zu tun? Und eben auch das Betreuungskonzept. Es muss einfach wirklich ja, zu jeder Zeit da sein, weil das habe ich jetzt an mir gemerkt. Wenn das gegeben ist, dann ist erstens meine Motivation sehr viel höher. Also ich bleibe am Ball und nehme dann natürlich auch sehr viel mehr mit aus der Veranstaltung. Also das würde ich super wichtig finden. Und zum anderen auch, dass Studdern einfach besser genutzt wird. Also dass es nicht nur als Skriptablage genutzt wird, sondern dass eben auch diese ganzen Tools, die Studdern hat, ja, verwendet werden. Ich habe ja auch jetzt an dem DIL-Expert-Kurs teilgenommen. Das ist ja ein Kurs, wo Studierende eben lernen, selber auch Kurse anzulegen und diese Tools zu nutzen. Und ja, mit diesem Kurs kann man eben auch dafür sorgen, dass Studierende und Lehrende zusammenarbeiten. Also die Lehrenden sind dann auch nicht ganz alleine, sondern bekommen dann auch Unterstützung durch uns. Und ich finde es ganz wichtig, dass das einfach genutzt wird, dass ja, die digitalen Inhalte dann auch einfach ja, gut umgesetzt werden können. Vielen Dank. Bevor wir einfach kurz präsentieren, was sich die verschiedenen Serviceorganisationen jetzt für das Wintersemester vorgenommen haben, Frage an Claudia, gibt es Fragen aus den Zuschauern, die wir jetzt hier behandeln sollten? Tatsächlich würde ich gerne zwei Aspekte nochmal an die Podiumsgäste und speziell auch an Jennifer als Vertreterin der Studierenden weitergeben. Das eine Thema, es gibt zwei Beiträge zum Thema Workload. Und zwar zum einen die Frage von Christian Koch, wie können Zoom-Meetings länger dauern als im Vorlesungsverzeichnis angegeben? Und ein Beitrag von Björn Lötke, der berichtet, dass sie für die eigenen Lernmodule in Stud.on eine Selbsteinschätzung der Studierenden für die Bearbeitungszeit implementiert hatten. Und zusammengefasst ist das Ergebnis, dass der zeitliche Aufwand, was die Studierenden angegeben hatten, unter dem war, wie die Präsenzzeiten angesetzt waren. Jenny, magst du das gleich aufnehmen? Ja, also das reagieren. Vielleicht schreibe ich dir dann im Anschluss. Also ich habe jetzt einfach nur das zusammengefasst, was eben ja viele Studenten aus meinem Umfeld gesagt haben. Ich denke, das war alles sehr viel gefühlsmäßig wahrgenommen. Natürlich hat jetzt keiner genau die Zeit gemessen, ob das tatsächlich mehr war oder weniger. Aber es ist schon so, dass man eben ja im Semester sehr viele Übungen hatte oder Ausarbeitungen, die man dann auch zu einer bestimmten Frist abgeben sollte. Und ja, ich sage es, wie es ist, für viele Studenten ist es so, dass sie eben unter dem Semester einfach nichts machen und dann einfach alles am Ende lernen. Und ich denke, es liegt eben an dieser Umstellung, dass eben ja auch unter dem Semester einfach ganz viele Leistungen gefragt waren. Vielleicht ist es deswegen so, dass die Studenten denken, es ist mehr Aufwand als davor. Vielleicht, ich weiß nicht, Svenja und vielleicht danach auch Steffi, dass ihr vielleicht auch das kurz kommentiert, wenn ihr in der Studie der Studierenden wird auch genau diese Fragen gestellt. Genau, Max. Genau, also die Studierendenbefragung, da ist jetzt tatsächlich die Auswertung noch beim ersten Messzeitpunkt ganz zentral und das war vor dem Semester. Also wir können jetzt noch nicht irgendwas dazu sagen, wie sich das über das Semester entwickelt hat, aber das kommt noch. Genau, also das vielleicht dazu. Und ich denke, was dabei ein ganz interessanter Punkt ist, aber ohne das den jetzt weiter also in die Länge ziehen zu wollen, dass das ja schon auch die Frage danach stellt, wie Prüfungsleistungen organisiert sind, ob man vielleicht, ne, wie man Prüfung weiterdenkt, muss es eine Modulabschlussprüfung sein oder ist es vielleicht auch doch möglich, Modulteilprüfung zu haben? Gerade das, was Jennifer gerade gesagt hat, also dass sich das über das Semester verteilt als eher kontinuierliche Arbeit, wo aber auch dann am Ende des Semesters nicht mehr das dicke Ende wartet. Also das sind vielleicht auch Sachen, die man auch im Kontext von digitaler Lehre noch anders diskutieren kann, perspektivisch. Ja. Steffi, magst du auch noch etwas? Ja, also ich denke, das Entscheidende ist halt das, was wir schon hatten, das Thema Transparenz, also von Anfang an deutlich zu machen, was erwartet dich in dem Kurs? Herr Koch fragt quasi das Zeitmanagement ab, gibt wahrscheinlich auch Tipps, wie lange man für ein, zum Beispiel ein Lehrmodul braucht. Das sind ganz entscheidende Dinge, das konnten sich auch in Studien
bewiesen und belegt werden, dass einfach ganz zentral ist, zu kommunizieren, was kommt auf dich zu. Dann darf man natürlich nicht vergessen, es ist klar, digitales Lernen ist viel mit Selbstlernen verbunden und stellt natürlich hohe Anforderungen an die eigenen Selbstmanagement-Kompetenzen. Also ich muss erstmal wissen, wie man lernt. Und da kommt wieder der Faktor Betreuung hinzu. Das macht die Betreuung umso wichtiger, die Studierenden dabei zu begleiten, ihnen zu sagen, wann was zu erledigen ist, weil natürlich jetzt vor allem, und da mache ich mir auch Sorgen bei den Erstsemester-Studierenden, die hatten jetzt natürlich schon so ein bisschen den ersten Kontakt mit Homeschooling, aber dieses wie schaffe ich es aus einem Schulsystem, wo ich sehr viel oder auch in der Hochschule, wo sehr viel durch Frontalunterricht mir Inhalte vermittelt wurden, wie schaffe ich jetzt, mich selber an der Nase zu packen und mich selber mit den Lernern aktiv auseinanderzusetzen? Denn ich muss ja diese Lernmodule lesen, ich muss Videos angucken und ich muss in Interaktion damit treten. In der Präsenzlehre in der Reihen ist es so, das ist vielleicht mal so, dass man die Vorbereitung vernachlässigt, man geht hin, hört sich das Ganze an und die Nachbereitung kommt dann wieder zum Ende des Semesters. Das heißt, während dem Semester habe ich gar nicht so das Gefühl, dass es so viel ist. Aber jetzt natürlich beim digitalen Studium ist es natürlich schon so. Ich muss was tun, weil das Lehrmaterial, der Inhalt, der springt mich ja nicht an und ich weiß automatisch nicht, was Sache ist. Das heißt, ich muss mich hinsetzen auf meinen Hosenboden und muss lernen. Und ich glaube, da ist natürlich die Wahrnehmung oft unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man es tatsächlich transparent macht und auch mit Hilfe von StudOn die Lernorganisation da besser unterstützt. Okay, so der Aufruf: Transparenz, Organisation und einfach auch die Studierenden mit den entsprechenden Skills einfach auszustatten oder sie bei der Entwicklung zu unterstützen. Okay, wir würden jetzt kurz zu unserer Präsentation kommen. Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Das zeigt auch, wie viel wir heute hier zu diskutieren haben. Ich denke, wir könnten noch sehr lange hier sitzen, aber wir müssen weitermachen. Genau. Wir haben jetzt 5 sehr kurze Präsentationen. Wir starten erstmal Claudia Schmidt, stellt ein bisschen kurz zusammen, was quasi Wintersemester aus der Perspektive der digitalen Lehre und einfach bereithält. Claudia, ist dein Monitor. Genau, basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt alle im letzten Semester gemacht haben, haben wir uns gesammelt, haben auch schon die ersten Ergebnisse der Studien angeguckt und haben überlegt, wie möchten wir jetzt die neue Herausforderung, die das hybride Wintersemester für uns alle birgt, mit ihnen zusammen möglichst gut schaffen. Vom ELI aus werden wir unter dem Header FAU Digitale Lehre fürs Wintersemester mehrere Angebote für Sie haben. Es wird wieder einen Unterstützungsfonds geben. Die Ausschreibung wird auf jeden Fall noch im Laufe der aktuellen Vorlesungszeit passieren, also sprich bis Anfang August. Dort können Sie Projekte beantragen. Und zwar etwa bis Mitte September wird die Antragsfrist sein und wir werden dann versuchen, dass wir bis Ende September, also zum Start des neuen Semesters, dann auch die Bewilligungsbescheide verschicken können. Und zwar setzt sich dieser Unterstützungsfonds aus 2 verschiedenen Förderschienen zusammen. Zum einen wird es einen Topf geben für technisches Equipment, das Sie dabei unterstützt, digitale Lehre an Ihrem Lehrstuhl auch im Hybridsemester weiter gut zu gestalten. Der Fördertopf ist jetzt nicht so groß, dass man da im großen Wurf ganze Lehrstühle ausstatten kann. Also da empfehlen wir durchaus auch andere Finanzierungsquellen noch anzuzapfen, Lehrstühle, Fakultäten. Gleichwohl lohnt sich sicher auch einen Antrag bei uns zu stellen. Und zusätzlich können wir tatsächlich eine Sonderausschreibung machen im Rahmen von Quiz. Wir haben die Möglichkeit, dass wir HIWI-Mittel, die im Rahmen von Quiz-Digitalisierung jetzt im Sommersemester durch die besondere Situation nicht ausgeschöpft werden können, noch bis 31.12.2020 zunächst zur Verfügung zu stellen. Es läuft gerade ein Antrag beim BMBF, im Projektträger, ob wir das vielleicht sogar bis Ende des Wintersemesters, also 31.03.2021, anbieten können. Also es wird eine Ausschreibung geben, Sie können Projekte beantragen und 2 verschiedene Förderschienen dort bekommen.
Darüber hinaus werden wir weiterhin Beratung anbieten. Und zwar haben wir jetzt im Sommersemester beobachtet, dass ein großer Schwerpunkt natürlich darin lag, Inhalte zu vermitteln. Wir möchten gerne als Schwerpunkte unserer Beratung jetzt den Fokus nochmal stärker auf die weiteren Aspekte betreuen, aktivieren und prüfen legen. Alles Themen, die jetzt auch in der vorangegangenen Diskussion schon sehr, sehr gut sichtbar waren, wie wichtig das jetzt wird. Wir werden unser Wissensportal FAU Digitale Lehre weiter betreiben. Wir werden dort, wie auch im Chat schon gewünscht, Beispielszenarien aus dem digitalen Lehralltag an der FAU bereitstellen, sodass Sie sich inspirieren lassen können, und werden auch immer für Sie da innovative Konzepte zur Verfügung stellen. Wir möchten unbedingt weiterhin auch eine Plattform bieten für Austausch und Vernetzung. Zum Beispiel so eine Veranstaltung, wie wir heute machen, wird es in loser Reihenfolge geben. Es wird im Herbst den Tag der Lehre geben, den wir zusammen mit dem FBZHL gestalten. Wir möchten da immer wieder Anlässe Ihnen anbieten, wo Sie sich treffen können. Synchron. Und wir werden auch auf der FAU Digitale Lehre-Seite ein asynchrones Forum zum Erfahrungsaustausch für Sie bereitstellen, wo Sie sich einfach noch stärker mit den Kollegen von anderen Lehrstühlen und Fakultäten vernetzen können. Und last but not least werden wir auch verschiedene Weiterbildungsangebote anbieten, wie Sie das von uns schon kennen. Wir werden den Schwerpunkt zeitlich tatsächlich versuchen, im September, Oktober zu legen, also bevor die neue Vorlesungszeit startet, und wollen da auch einen bunten Mix machen aus offenen Kursen, Werkstattangeboten und auch den digitale Lehre-Schulungen im Rahmen von Profilehre Plus. Also es wird Konzeptionswerkstätten geben. Und Sie haben auch die Chance, bitte eine weiter, für Lehrende ein Themenzertifikat Digitale Lehre zu erwerben. Es gibt da ein Curriculum. Das werden wir jetzt demnächst auch nochmal ganz stark bewerben, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Kompetenzen, die Sie sich jetzt alle in Windeseile erworben haben, für sich selber auch zu dokumentieren und in Ihr Portfolio zu übernehmen. Darüber hinaus gibt es auch ein Fortbildungsangebot für Studierende. Jennifer Skurka hat genau gestern den ersten Durchlauf unserer digitale Lehre-Experten abgeschlossen. Letzten Endes haben wir E-Tutoren ausgebildet im vergangenen Semester mit einem Schwerpunkt darauf, mediendidaktische Konzepte kennenzulernen und die dazugehörigen Werkzeuge. Und die Frage, die uns in diesem Kurs immer wieder beschäftigt hat, war, welche Werkzeuge kann ich denn an welcher Stelle in meinem Lehrkonzept möglichst didaktisch sinnvoll einsetzen? So viel von mir. Danke. Dankeschön, Claudia, schon mal für diese Sache. Steffi, magst du gleich ein bisschen kleinen Fokus auf Studon? Genau, der kleine Fokus auf Studon. Was sind unsere Pläne fürs nächste Wintersemester? Didaktik und Support, wir werden auch da weiterhin anknüpfen. Was wir das Corona-Semester schon übergetan haben, ist, die ganzen Schulungsangebote bleiben jetzt auch während des Semesterferien geöffnet. Das ganzen Themen wie Testschulungen, der Start in Studon, Lernmodulschulungen etc., Umfrageschulungen werden weiterhin geöffnet bleiben. Es wird ergänzend dazu dann auch während dem Semester so kleine Learning Nuggets geben, indem wir also Tools nochmal live zeigen über Zoom. Wir wollen aber auch den Austausch zwischen den Studon-Usern sozusagen stärken und die Studon-Community auch dazu anregen, dass sie ihre Best-Practice-Beispiele, also wie sie wirklich digitale Lehre in Studon umgesetzt haben, dass wir da viele Erfahrungen und Eindrücke bekommen. Und natürlich innerhalb des PLP-Programms werden wir das Themenzert innerhalb des Themenzertifikats sozusagen unsere Schulungen wie geplant anbieten. Ein weiterer Fokus, und das ist natürlich sehr wichtig, ist die Unterstützung der Erstsemester. Hier werden wir auch Materialien erstellen. Es wird Wikis geben, FAQs und so weiter und so fort. Also da werden wir auch stark einen Fokus drauf setzen. Thema E-Prüfungen, das hatte ich heute noch gar nicht erwähnt. Wir waren ja jetzt in der glücklichen Lage, dass die UL uns unterstützt hat mit
einem Pool aus Chromebooks, sodass wir dieser Misere, die wir jetzt hatten, sozusagen diese SIP-Pools nicht nutzen zu können aufgrund der Hygienebestimmungen, dass wir da große Säle nutzen konnten. Da wurde Tentoria mit WLAN ausgestattet und zukünftig auch der Campus in der Regensburger Straße. Das wird auch unser Fokus weiterhin bleiben. Wie es danach weitergeht, wissen wir nicht. Da müssen wir dann noch gucken. Also vorerst ist es aber so, dass die E-Prüfungen, unsere bisherigen E-Prüfungen, werden wir weiterhin so durchführen. Was danach kommt, werden wir dann sehen. Technisch steht auch einiges auf dem Plan. Wird uns hauptsächlich wird uns die Vorbereitung auf ILIA 6 begleiten in diesem Semester. Wir wollen nämlich zum neuen Semester dann mit der neuen Version starten. Die wird dann hübscher und anders aussehen, leichter zu bedienen sein. Auch einzelne Funktionen werden noch neu hinzukommen. Und was natürlich jetzt für dieses Semester noch ganz wichtig war, in der Zusammenarbeit mit dem Videoportal vom Rechenzentrum, sorgen wir dafür, dass die Videos, die bisher über das Videoportal eingebunden sind, jetzt auch im Fullscreen dann in Shadow eingebunden werden können und somit sozusagen nicht nur dieser externe Link aufs Videoportal geht, sondern die Videos direkt in die Lernumgebung mit eingebunden werden können. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Wunderbar, vielen Dank, Steffi. Genau, und weiter geht's. Markus, magst du kurz präsentieren, was so die Medienproduktion sich vorgenommen hat? Ja, ein kurzer Überblick über das Angebot, was wir im Bereich Medienproduktion haben. In dem Semester ist es ja sehr stark auch bei vielen drum gegangen, Filme, Screencasts etc. zu produzieren. Deswegen haben wir das Angebot ein bisschen ausgeweitet, weil die Nachfrage auch sehr stark gestiegen ist. Traditionell gibt es das Seminar Videofilme selbst produzieren als zweitägige Schulung. Da geht es darum, von der konzeptionellen Seite bis zur Arbeit an der Kamera und dem Schnitt in einem zweitägigen Kurz, ist immer noch kurz, ja, Kurs für diesen Rundumschlag anzubieten. Die Daten, die wir jetzt uns vorgenommen haben, die stehen hinten schon dran. Ebenfalls gab es schon das Seminar Meine Lehrveranstaltung als Online-Präsentation, also interaktive Lernfilme mit der Software Camtasia erstellen. Gibt es jetzt seit dem Semester durch die Campus-Lizenz sehr viele, die damit arbeiten. Neu hinzugekommen ist jetzt das Thema Lernfilme richtig konzipieren. Das ist ein eintägiges Seminar dann, wo es speziell darum geht, wie konzipiere ich denn meinen Lernfilm? Ja, deshalb der Untertitel, wie Studierende auch das lernen, was Lehrende sich vorstellen. Oftmals denkt man beim Filmemachen, das fängt mit dem Einschalten der Kamera an, aber ja, wie bei jeder anderen Publikation ist es sehr gut, vorher zu konzipieren. Ein zweiter ähnlicher Film ist, das greift das Thema Wissenschaftskommunikation im Film auf. Da geht es darum, welche Filmformate gibt es denn überhaupt, wenn wir wissenschaftliche Themen kommunizieren. Ja, machen wir das als Talking-Head-Präsentation, als Erklärfilm, als Animation, was auch immer. Gibt es ganz verschiedene Formate und da wird es so ein bisschen darum gehen, welches Format ist denn für welches Thema das Richtige. Und wie können wir das Ganze so drehen, dass wir das als Öffentlichkeitsarbeitsfilm für unser Projekt verwenden können und gleichzeitig auch in der Lehre und auch im wissenschaftlichen Diskurs einsetzen. Da kann man dann mit einmal drehen, möglicherweise verschiedene Zielgruppen auf einmal ansprechen, wenn man es richtig konzipiert auch. Also das wird auch ein großer Teil Konzeptionsvariante, einen Konzeptionsanteil haben, aber auch viel Filmanalyse. MOOCs ist ein Thema, Massive Open Online Courses. Da werden wir auch einen Blick drauf werfen, wie kann man eine Lehrveranstaltung als MOOC effektiv und zielgerichtet durchführen. Dann gibt es das nächste Seminar, Lernfilme in Studon didaktisch anreichern. Da geht es auch darum, ähnlich wie mit der Software Camtasia, kann man auch in Studon direkt eingebaute Videos interaktiv machen, also mit anklickbaren Buttons, aber man kann auch hier eine Diskussion führen und all diese Dinge, die werden in diesem Seminar ausführlich durchgesprochen. Und neben dem ganzen Videothema gibt es auch das Thema Audio.
als Einzelmedium ist auch oftmals eine interessante Sache. Lernen beim Zuhören, Audio-Podcasts in der Hochschullehre, da geht es eben darum, wie man eine Audioproduktion effektiv und gut durchführt. Das war jetzt das Seminarangebot. Je nachdem, was möglich ist, werden die teilweise online stattfinden, teilweise als Blended-Kurs oder aber auch als Präsenzkurs. Wenn es um Kameraarbeit geht, ist es zum Beispiel online sehr schlecht möglich. Da werden wir dann eher schauen, dass wir das als Präsenz umsetzen können, wenn es denn möglich ist. Und neben dem Seminarangebot gibt es individuelle Betreuungsdienstleistungen. Wir nennen es jetzt mal Filmcoaching. Das eine Format ist Book a Video Expert. Und zwar geht es da darum, wenn man ein eigenes Videoprojekt hat und zwischendrin oder auch am Anfang bei der Konzeption eine Unterstützung braucht, kann man sich entsprechend bei uns melden und wir betreuen das Ganze dann und wir arbeiten zusammen am Projekt. Das zweite wird sein, dass wir Lernfilm-Blitz-Coachings durchführen. Das haben wir in dem Semester jetzt schon für die Software Camtasia gemacht, dass wir in ganz kurzen 30-minütigen Slots bestimmte Dinge vorstellen. Wie mache ich mein Video interaktiv, aber auch zum Beispiel, wie kann ich das Audio optimieren im Film oder wie mache ich ein Corporate Design gerechtes Intro für meinen Film. Solche Dinge, wenn wir dann in diesen kurzen Slots online wird es sein und es wird dann auch aufgezeichnet, damit es später zur Verfügung steht. Und über dieses hinaus haben wir ja auch noch unseren Equipment-Verleih, wer selbst Videos produzieren möchte. Wir haben Videorucksäcke mit allem, was man so für die einfache Videoproduktion braucht, von der Kamera über professionellen Funkmikrofonen, Leuchten, Stative etc. Die kann man sich bei uns ausleihen und bekommt dann auch bei der Ausleihe eine kleine Einweisung, wenn man nicht vorher eh schon das Seminar besucht hat oder selber Erfahrung gesammelt hat, wie man mit dem Ganzen arbeitet. Und diese drei Punkte, die werden dann entsprechend nach Vereinbarung oder nach Ankündigung dann ab September angeboten. Vielen Dank, Markus. So, es geht weiter mit was passiert im kommenden Wintersemester. Alessandra Kenner vom Fortbildungszentrum Hochschullehre stellt es kurz vor. Alessandra. Ja, danke, Sonja. Ich mache noch mal einen Schwenk zur Allgemeindidaktik, zum hochschuldidaktischen Seminarprogramm, das wir erstmal bis Ende Dezember virtuell planen. Vorrangig ja Blended-Veranstaltungen, vieles aber auch synchron. Wir haben wieder unsere üblichen Klassiker am Start vom Grundkurs Hochschuldidaktik, der eine umfassende Einführung gibt zu Präsentationstechniken, Prüfungsrecht. Aber wir haben auch ein paar ja themenspezifische Sachen aufgegriffen fürs hybride Semester, Stichwort Zeitmanagement für Lehrende, Stichwort Umgang mit didaktischen Herausforderungen, Stoffreduktion, aber auch das Thema gesund bleiben in der Lehre. Was wir auch wieder anbieten, sind kollegiale Hospitationen, also dass sich Lehrpersonen gegenseitig in ihren Lehrveranstaltungen hospitieren und Feedback geben. Ist vielleicht auch spannend, wenn jemand mal neu ist. Innovatives Format ausprobiert und sich da gerne Feedback von den Kollegen oder von der Kollegin holen möchte. Und was Claudia Schmidt auch schon meinte, das Weiterbildungsprogramm unserer Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Lerninnovation findet sich ebenfalls bei uns im Programm auf profilehreplus.de. Den Link finden Sie unten auf der Folie. Ja, was wir ebenfalls planen, der Themenmonat Lehre gemeinsam mit dem Institut für Lerninnovation. Da wird es auch wieder um das Thema digitale Lehre gehen, aber auch um das Thema forschendes Lernen und Lernen, die eigene Lehre erforschen. Und nochmal ein kurzer Hinweis, unser Programm führt zum Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen Universitäten. Wenn Sie das interessiert oder allgemein unser Angebot oder Sie nach Ansprechpartnern suchen, dann werden Sie fündig auf fbzl.fau.de. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Alessandra. Es bleibt alles sehr spannend und das war's jetzt eigentlich schon für unser Programm. Wir haben unsere Zeit überschritten um 18 Minuten, also ganz schlechte Moderationsnoten für mich. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass dieses Semester wirklich was in sich hatte und auch dieser Ausblick auf das Kommende. Ich glaube, wir könnten zumindest einige von uns noch stundenlang drüber unterhalten. Frage an Claudia, gibt es noch eine brennende Frage aus dem Zuschauer, die wir vielleicht noch schnell behandeln können?
Ja, tatsächlich ganz praktisch gefragt von Stefanie Plass. Sie fragt, ob das Seminarangebot schon für die Anmeldung freigegeben ist. Wenn ja, wo? Ich kann kurz was sagen zu unseren offenen Angeboten. Die werden wir jetzt sukzessive über unser Wissensportal kommunizieren und einstellen. Und Frage an Alessandra. Wann wird denn das Programm über Profilehre Plus zur Anmeldung freigeschaltet sein? Wir haben schon Seminare bis etwa November online. Wir planen bis Anfang September den Rest bis Dezember online zu schalten und dann mal abzuwarten, wie sich so entwickelt, ob wir wieder in die Präsenz gehen können oder ob wir virtuell das Semester dann weiter planen. Und von Elena habe ich heute die Rückmeldung gekriegt, dass wir bald auch Infos zu euren Veranstaltungen kriegen und die pflegen wir dann auch bis spätestens Anfang September dann ein. Super, wunderbar. Claudia, noch weitere Fragen? Sieht nicht so danach aus. Wir bleiben alle an der FAU. Vielleicht machen wir alle eine Sommerpause. Aber wenn jemand noch Fragen an uns hat, auch gern direkt. Wir sind ja, man weiß, wie man uns erreichen kann. Ich würde mich jetzt ganz gern bei allen bedanken, die heute hier waren und vor allem bei denjenigen, die hier mit ganz aktiv diskutiert haben. Ich denke, die FAU hat echt ein tolles Team und kann stolz drauf sein, was alles hier passiert. Und ja, und ich hoffe, dass alle eine gute Sommerpause hinbekommen, bevor wir mit dem Hybrid loslegen können. Ja, dann schönen Abend noch und bis demnächst. Bis bald.